Es ist kühn, was wir hier tun. Es ist vielleicht das kühnste Projekt in Deutschland seit dem Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg. In kurzer Zeit, in kürzester Zeit, auch weil so viel Zeit verloren wurde, müssen wir, wollen wir und werden wir ein Industrieland in voller Fahrt dekarbonisieren und am Umbauen. Noch immer wütet der russische Angriffskrieg mit all den Toten. Zigtausend Soldaten sind gestorben, sterben täglich, auch jetzt, während ihr dieses Video schaut. Sie sterben auf ukrainischer Seite und auch auf russischer. Mütter trauern um ihre Söhne, Frauen um ihre Männer, Kinder um ihre Väter. Gefallen für den Irrsinn und Größenwahn Putins, der sie in einem sinnlosen imperialistischen Krieg verheizt. Ich glaube, sich nicht dafür zu entscheiden, liegt größere Schuld auf einen. Aber Schuld liegt es in jedem Fall auf einen. Selbst wenn man nichts tut, beteiligt man sich am Töten. Und ich glaube, in der Situation, wo die ukrainischen Menschen um ihr Leben kämpfen gegen Vergewaltigung, sich schützen müssen vor Erschießungen und Massakern, muss man sie mit Waffen unterstützen, wissend, dass das zu weiterem Tod führt. So viele zerstörte Leben, Seelen und Herzen. Dann ist da die Klimakrise. 2023 war das wärmste Jahr seit 125.000 Jahren. Mir tut der Habeck leid, der muss immer wieder dagegen ankämpfen, dass das, was er sieht, nicht übereinstimmt mit dem, was zu sehen ist. Ich kann mir gut vorstellen, wie der zweimal pro Woche auf einem schwarzen Ledersofa liegt und der Psychiater fragt, ist die Erderwärmung jetzt hier im Raum? Das heißeste Jahr seit 125.000 Jahren. Ich habe versucht rauszukriegen, wie das ermittelt werden konnte. Angeblich wurde Gefrorenes aus Polargebieten in hiesige Labore zur Untersuchung geschickt. Hoffentlich nicht mit DHL. Stellen wir uns ruhig mal so zwei Kittelträger in einem deutschen Labor vor. Der eine guckt in sein Mikroskop und sagt, jetzt steht fest, in diesem Jahr hatten wir eine Hitze wie seit 10.000 Jahren nicht. Da sagt der andere, was? 10.000 Jahre? Das ist Verharmlosung. Bist du AfD oder was? Ich sage, es war so heiß wie seit 100.000 Jahren nicht. So. Dann sagt wiederum der eine, pass auf, 100.000, das klingt nach Schätzung. Lass uns sagen, 125.000 Jahre, das wirkt so, als hätten wir Ahnung. Das Jahr geht jetzt langsam zu Ende und es war gerade, was die Energiepolitik angeht, ein extrem herausforderndes Jahr. Herausfordernd für viele Menschen und für viele Unternehmen. Ausgelöst natürlich durch Putins Angriffskrieg auf die Ukraine und den Wegfall von fossiler, vor allem Gasenergie. Du triffst also auf dem Weg zur Toilette Wladimir Putin. Was sagst du ihm denn? Dann würde ich sagen, doch Herr Putin, Sie kennen mich nicht. Das ist auch kein Problem soweit. Aber ich bin gerade Spitzenkandidat meiner Partei geworden und geben Sie uns noch 2-3 Monate, dann regieren wir diese Republik und dann wird sich Folgendes ändern. Wir werden erstens Nord Stream nicht bauen und die Handelsbeziehungen des Gastransfers zu Russland sukzessive abbauen, weil wir ein Energiewendeland sind. Genauso wichtig, ja, ich würde sagen, perspektivisch noch wichtiger allerdings ist der Ausbau der erneuerbaren Energien. Auch als eigene Energieform, die wir in Deutschland, in Europa selber beherrschen können, die uns unabhängig macht von wild gewordenen Diktatoren. Habeck will Gas aus Katar, um unabhängiger von Russland zu werden. Und nach dem Gespräch mit dem Emir höchstpersönlich ist er optimistisch. Großartigerweise, und das war ja das Ziel jedenfalls des Besuchs in Katar, kann ich sagen, dass fest vereinbart wurde, eine langfristige Energiepartnerschaft, eine Kooperation einzugehen. Katar ist einer der größten Gasexporteure der Welt, bislang allerdings vor allem in dem asiatischen Markt. Nun will Deutschland auch Flüssiggas, hat allerdings noch kein Terminal. Das soll nun gebaut werden in Brunsbüttel. Freude bei der Wirtschaft, weniger bei den Menschenrechtsorganisationen. Auch aber nicht nur mit Blick auf die Todesfälle der Arbeitsmigranten auf den Baustellen zur WM. Katar hat keine Gewerkschaften, keine freien Medien und keine unabhängige Justiz. Die Reduktion der Gaslieferung durch Nord Stream 1 ist eben auch ein Angriff auf uns. Vor allem mit Blick auf die beiden außenpolitischen Punkte erneuern wir unsere Forderung an die Bundesregierung, die Nord Stream 2 Pipeline erneut auf die Prüfung zu setzen, beziehungsweise dieses Projekt nicht zu realisieren. Es ist einer der wenigen Punkte, die Russland wirklich wehtun.
ökologisch und klimapolitisch ist diese Pipeline so etwas wie ein neues Braunkohlekraftwerk. Die Kapazitäten reichen jetzt schon mehr als aus. Und wenn wir mit der Energiewende ernst machen wollen, dann brauchen wir diese Pipeline nicht. Ein ökonomischer Angriff auf uns. Und dass Putin in seiner Petersburger Rede in einer Art Orwellschen Neusprech alles verdreht hat, also Krieg zu Frieden erklärt hat, Unfreiheit, Willkür, Diktatur zum eigentlich zu bevorzugenden Gesellschaftsmodell, zeigt nur, wie bewusst dieser Angriff erfolgt. Einmal mit Blick auf Russland, wenig überraschend ist Putin noch immer Präsident der Russischen Föderation. Dass es sich dort um eine lupenreine Autokratie handelt, war schon vor der Wahl klar. Und die Unregelmäßigkeiten, die wir feststellen, unterstreichen das ja noch. Die Bundestagswahl von 2021 muss in Berlin teilweise wiederholt werden, und zwar innerhalb von 60 Tagen. Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Bei dem Urnengang vor gut zwei Jahren war es in Berlin zu Pannen in hunderten Wahlbezirken gekommen und damit in rund jedem fünften Wahlbezirk. Zum Beispiel fehlten Stimmzettel oder Wahllokale waren zu lange geöffnet. Es gab mehr als 1700 Einsprüche gegen die Wahl, unter anderem vom damaligen Bundeswahlleiter. Sehr geehrte Damen und Herren, all das, was wir hier tun und was wir diskutieren, ist kein Spiel. Es findet vor einem ernsten Hintergrund statt, der so ernst ist, dass man manchmal gar nicht mehr daran erinnert werden möchte. Aber einsteigen möchte ich doch damit. Die globale Erderwärmung ist keine Klimakrise. Nicht das Klima hat eine Krise, sondern es fordert die Menschheit, die soziale Sicherheit auf der Erde, ist unmittelbar verbunden mit Wassermangel, mit Ernährungsnotständen, mit Auseinandersetzungen, mit Flucht und Verlust von Heimat, Lebensräumen. Sie schüren Ängste, um sich von ihnen zu nähren. Und in einer Zeit des Umbruchs ist es leicht, Angst zu machen. Angstschürer, sie finden gerade viel Futter. Wir können uns nicht...